So Leute, willkommen zu einer Bonusfolge. Ja, ein Abonnent von mir oder eine Kommentarschreiberin wollte ja wissen, wie es in der Reisechronik aussieht. Und jetzt mache ich mal das für sie. Zoras Geschichte 1. Unsere Freunde könnten hier sein. Dieser Gedanke war es, der uns in das Schloss des Empfangs geführt hat, wo Spielkarten regieren. Ein geheimnisvoller Mann gab Sora eine Karte und als wir sie benutzten, fanden wir uns plötzlich in der Stadt Travis wieder. Es stellte sich alsbald heraus, dass es sich dabei lediglich um ein Gespinst unserer Erinnerungen handelte, die Sora im Herzen trägt. Und so begann unsere Reise durch die Welten, die in Soras Erinnerungen leben. Es scheint, als würden wir Stück für Stück alle unsere Erinnerungen verlieren, je weiter wir in das Schloss vordringen. Und all meine Notizen über unsere letzte Reise sind verschwunden. Doch im Gegenzug erinnerte Sora sich an andere Dinge, die er bis dahin vergessen hatte, an ein Mädchen, das ihre Heimat verließ, als er noch klein war. Als Sora gegen Laxin kämpft, erinnert er sich endlich wieder an ihren Namen, Namine. Sora drang auf seine Suche nach Namine immer tiefer ins Schloss vor, als plötzlich sein verschollen geglaubter Freund Riku vor ihm stand. Doch Sora blieb keine Zeit, sich über das Wiedersehen zu freuen, denn Riku griff ihn unvermittelt an. Was haben Rikus Worte zu bedeuten? Dass er es sei, der Namine beschütze. Will Namine Sora nicht sehen? Geschieht etwas, wenn beide aufeinandertreffen? Sora jagte Riku hinterher und den Antworten. Soras Erinnerungen an Namine waren nichts weiter als Trugbilder. Malusha begehrte Herz und Stärke Soras, also nutzte er Namine, um falsche Erinnerungen in Soras Herz zu speisen. Laxin ist besiegt und wir eilen zum obersten Stockwerk, um dort ein letztes Mal Malusha zu konfrontieren, um unsere Erinnerungen zurückzugewinnen. Und Sora, er möchte das Versprechen aus seinen Erinnerungen halten, auch wenn diese nur eine Lüge waren. Für ihn gibt es nur einen Weg, für Namine zu kämpfen, auch wenn sie in Wirklichkeit gar keine Freunde sein mögen. Die Spielkarte, die uns der Mann in der Kutte gab, führte uns in die Stadt Travis, wo wir auf Leon, Yuffie und unsere anderen Freunde trafen. Leon benahm sich, als habe er Sora vergessen. An seinen Namen konnte er sich daran aber doch erinnern. Wahrscheinlich ist sein Gedächtnis durcheinander gekommen. Elvis spürte irgendwie, dass die Stadt mitsamt ihren Einwohnern nur noch ein Produkt von Soras Erinnerungen ist. Diese Theorie klingt unglaublich, scheint aber die Wahrheit zu sein. Als wir den weißen Kaninchen hinterherjagten, stolperten wir mitten in eine Gerichtsverhandlung hinein. Die Herzkönigin beschuldigte Alice, ihre Erinnerungen gestohlen zu haben, und verurteilte sie zum Tode. Erbost über den Schauprozess befreite Sora Alice und machte sich auf den Weg, den wahren Täter zu suchen. Die Hinweise der Tigerkatze brachten uns auf den Stürzenknüppler und Sora bezwang ihn. Dennoch verdächtigte die Königin weiterhin Sora und Alice. Mit einem Geistesblitz aber wusste Alice die Königin zu besänftigen und keiner verlor seinen Kopf. Sora wollte den Helden Herkules herausfordern und so beschlossen wir, an den Wettkämpfen in den Arena teilzunehmen. Hades, der darauf brennt, sich Herkules zu entledigen, heuerte Cloud für die Drecksarbeit an. Cloud spielte mit, weil er hoffte, so seine verlorenen Erinnerungen zurückzugelangen. Doch nicht einmal Cloud vermochte es, Herkules zu bezwingen. Hades schritt ein, um die Sache persönlich zu Ende zu bringen. Wir setzten seine Pläne aber auf Eis. Aladdin beschaffte die Wunderlampe aus der Höhle der Wunder, in der Hoffnung, so an einem Treffen mit seiner angebetenen Prinzessin Jasmin zu gelangen. Im Inneren der Lampe befand sich Genie, der dem Besitzer der Lampe 3 Wünsche erfüllt. Aladdin wollte eigentlich ein Kunst werden, denn dann könnte er Jasmin jederzeit sehen. Doch die ersten beiden Wünsche verwendete er darauf, die Herzlose abzuwehren, und danach entriss ihm Jafar die Lampe. Jafar verwandelte sich in einen riesigen Genie, aber Sora vermochte ihn zu besiegen, und Aladdin bekam seine Lampe zurück. Seinen letzten Wunsch verwendete er aber nicht, um sich einen Prinzen zu verwandeln, sondern um Genie aus seiner Knechtschaft zu befreien. Er entschied sich, Jasmins Herz mit seinem wahren Ich zu gewinnen. Boah, das dauert jetzt voll lange. Dr. Finkelstein hat einen Trank entwickelt, der die wahre Erinnerung wiederkehren lässt. Doch leider hat er damit die Herzlosen auf den Plan gerufen. In der Absicht zu helfen, begleitet Sora Jack auf seiner Suche nach Sally, die den Trank entwendet hat, aus der Angst vor dem Unheil, das dieser anrichten könnte. Oogie Boogie riss den Trank an sich und kippte ihn sich auf einen Eimer rein. Auf Ex und so. Doch seine wahren Erinnerungen jagten ihm einen furchtbaren Schreck ein. Kartoffelsack, sage ich nur. Ist es Angst, die unsere Freunde unseren wahren Erinnerungen bringt? Erschreckend.
Geppetto zog los, um seine Pinocchio zu suchen. Wurde aber von Riesenwallmonstro verschluckt. In dessen Inneren traf er aber Pinocchio und war überaus glücklich. Doch Pinocchio hatte ein schlechtes Gewissen, von zu Hause davongelaufen zu sein und auch von seinem Vater dieses Schicksal auferlegt zu haben. Nun suchte er nach einem Ausweg aus dem Monsters Bauch. Arschloch. Nachdem er für kurze Zeit für einen riesigen Herzlosen verschlungen wurde, kam ihm die zündende Idee. Warum nicht einfach so viel Trubel im Inneren des Walds machen, bis dieser einen ausspuckt? Mit unserer Hilfe hatte sein Plan Erfolg und sowohl Pinocchio als auch Geppetto konnten sich aus ihrem Inneren des Walds befreien. Ariel, die Prinzessin von Atlantica, war in Sorge um ihren Freund Fabius, der nirgends auffindbar war. Die Seehexe Ursula erzählte Ariel, dass Fabius in der Außenwelt gefangen ist und nur mit König Tritons Dreizack befreit werden könne. Ariel wollte Fabius unbedingt helfen und stahl den Dreizack, doch alles war nur ein Trick Ursulas, in Wirklichkeit hatte sie Fabius entführt. Mit der Kraft des Dreizacks verwandelte sich Ursula in einen Titanen, doch Sora war in der Lage, die Hexe zu bezwingen. Ariel beschloss danach, zu ihrem Vater Triton zu gehen und ihm alles zu berichten. Peter Pan schlich sich auf Captain Hooks Schiff ein, um die entführte Wendy zu retten. Doch kaum hatte er sie gerettet, eröffnet sie ihm, dass sie nach Hause nach London wolle. Würde Wendy erwachsen werden und Peter sowie das Nimmerland vergessen? Peter war von dem Gedanken alles andere als begeistert und flog eingeschnappt von dannen. In der Zwischenzeit versuchten wir, von dem Piratenschiff herunterzugelangen, aber Hook stellte uns auf Deck. Doch gerade rechtzeitig kam Peter zurück und half uns. Letzten Endes gesagten Peter und Wendy zwar auf Wiedersehen, hoffen beide aber auf ein baldiges solches. Das Biest war wie vor den Kopf gestoßen. Obwohl es gekommen war, um Belle aus dem Malefizfang zu retten, weist diese ihn ab und will nicht mit ihm fliehen. Wir hatten Mitleid mit ihm und begleiteten ihn auf seinem Weg, Belle zu retten, Rede zu stellen. Es zeigte sich, dass sie nur vorgegeben hatte, nichts für das Biest zu empfinden. Malefiz hatte es nämlich auf liebende Herzen abgesehen. Doch vor die Wahl gestellt, konnte Belle ihre Gefühle für das Biest nicht länger verleugnen und Malefiz raubte ihr Herz. Gemeinsam bezwangen das Biest und Sora Malefiz und begaben Belle ihr Herz zurück. Puh schien seine Freunde aus den Augen verloren zu haben und Sora entschloss sich kurzerhand ihm zu helfen. Vielleicht sah Sora ja sich in Puh, da er genau wie der gutmütige Bär seine über ihn alles wichtigen Freunde sucht. Sora, du bist nicht so dämlich wie er. Die Spielkarte, die uns Wechseln gab, führte uns in eine Stadt, an die sich keiner von uns erinnern konnte. Doch all den Zweifeln zum Trotz hält Sora an seinen Versprechen gegenüber Namini fest und schreitet tapfer voran. Apropos Wechseln, der wollte wohl etwas Licht im Dunkeln haben. Doch bevor er uns alles sagen konnte, tauchte Axel auf und brachte ihn wie immer zum Schweigen. Die letzte Karte führte uns zu Soras Heimatort. Sora durchstreifte die Insel, die einst eine seiner Spielwiese war, auf der Suche nach dem Mädchen, das ihm zu viel bedeutete. Doch als Sora schließlich Namini fand, gestand sie ihm die bittere Wahrheit. All seine Erinnerungen an sie sind lediglich Fiktionen. Auf dem Weg nach ganz oben haben wir viele Erinnerungen verloren und Sora kann sich nicht mehr an den Namen der Person erinnern, die ihm am meisten am Herzen liegt. Aber wir haben uns ein Versprechen gegeben, wie viel wir auch noch vergessen mögen. Wir bleiben für immer Freunde, selbst wenn wir auch das vergessen sollten. Axel ist bezwungen und jetzt gilt es, Marluxia zu stoppen. Er befiehlt Namini, erneut Zoras Gedächtnis zu manipulieren. Doch Zora fürchtet ihn nicht. Erinnerungen mögen zwar verblassen, doch Versprechen wären ewig. Davon ist Zora überzeugt. Okay, das war die Geschichte. Kartenindex? Nee, kein Kartenindex. Jetzt kommen die Charaktere. Oh. What the fuck? Okay, aber die Herzlosen werde ich nicht alle zeigen. Ich glaube auch nicht, dass ich alle habe. Ja, wusste ich doch. Hab nicht alle. Okay, die ersten Charaktere. Ein aufgeweckter und fröhlicher Junge, der vom Schlüsselschwert auserwählt wurde, gegen die Herzlosen zu kämpfen. Er war es, der Ansims Splinter durchkreuzte und seine Bestrebung, die Welt in Dunkelheit zu stürzen, veraltete. Doch Sora setzte seine Reise fort, um seine Freunde zu finden, die während der Auseinandersetzung verloren gingen. Hofzauberer im Disney-Schloss, der sich nach dem Verschwinden des Königs mit Goofy auf den Suche begab. Sein hitziges Gemüt bringt ihn oft in eine Schwierigkeit, aber er ist sehr tapfer. Donald sucht nach Hinweisen zum Schicksal des Königs, der hinter dem Tür zur Finsternis verschwand. Hauptmann der königlichen Ritter im Disney-Schloss. Er macht sich auf der Suche nach dem König, nach dessen Verschwinden.
Er ist fröhlich und ruhig und dem König in absoluter Loyalität ergeben. Goofy und Sora sind besonders gute Freunde. Donald nicht, oder wie? Das bin ich, der Autor dieser Reisekunde, in der ich die Abenteuer aller penibel festhalte. Ich fungiere auch als Pinocchios Gewissen, damit er lernt, die zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Soras Freund seit gemeinsamen Kindheitstagen. Eins wurde er von der Dunkelheit verführt und von Malefe zum Ansehen missbraucht. Selbst gegen Sora hat er gekämpft. Um die Tür zur Dunkelheit zu versiegeln, blieb Rico und zusammen mit dem König auf der anderen Seite. Niemand weiß, wo er sich jetzt befindet. Sora setzt seine Reise fort, in der Hoffnung, Rico zu finden. Soras Freundin seit gemeinsamen Kindheitstagen. Sora begann seine Reise, weil er Kairi wieder finden wollte, die verschollen ist, seitdem ihre Heimatinsel von der Dunkelheit vereinnahmt worden ist. Die Herzlosen hatten Kairi gefangen gehalten, doch Sora konnte sie und ihre Heimatinsel aus deren Klauen retten. Kairi wartet dort seit auf Rikus und Soras Wiederkehr. Nachfolger seines Vaters als Herrscher des geweihten Landes. Sora braucht nur zu rufen und schon erscheint Simba, der ihm mit unbändiger Stärke zur Seite steht. Ein kleiner Elefant, der in einem Zirkus geboren wurde. Die anderen Tiere lachten ihn wegen seinen großen Ohren aus, weil mit seinem Mut und seinem Fliegen wurde Dumbo schnell zum Star des Zirkus. Wenn Sora ihn ruft, ist er als Retter sofort zur Stelle. Ein junger Rehprinz, dessen Vater König des Waldes ist. Sora kann Bambi jederzeit um Hilfe bitten. Einst Drachenwächter eines chinesischen Familie, weil er sich Fehler geleistet hat, hat er den größten Teil seiner Macht einbüßen müssen. Wenn Sora ruft, ist Mushu sofort zur Stelle. Ein seltsames Völkchen, das scheinbar allerorts auftauchen kann. Im Schloss des Entfallens leiten sie Läden, in denen sie Sora Karten eintauschen können. Ein beherrschter Schwertkämpfer, der einen Gunblade führt. Sein wahrer Name ist Squall Leonhardt. Einst kämpfte er an Soras Seite gegen die Herzlosen, doch der Leon im Schloss des Entfallens ist nur ein Produkt aus Soras Erinnerung und kann sich an fast nichts außer der Vergangenheit erinnern. Ein Mädchen, dessen fröhliche Natur all die schlimmen Erinnerungen überspielt, als sie noch ein Kind war, wurde sie von den Herzlosen ihrer Heimat beraubt. Da sie selten einen Kopf über irgendwelche Details macht, beunruhigt sie der Erinnerungsverlust kaum. Wartet mal. So weiter geht's mit der Bonusfolge. Details macht beunruhigt sie den Erinnerungsverlust. Okay. Eine junge Frau, die gegen die Herzlosen gekämpft hat. Ihr beherrschtes Benehmen verbirgt einen unbändigen Willen. Elbe hat die Gabe, verborgene Wahrheit zu erspüren und ist sich dessen bewusst, dass die Stadt Travis mitsamt ihrer Einwohner nur eine Projektion aus Soras Erinnerung ist. Ein begnadeter Pilot, der Leon und die anderen vor den Herzlosen gerettet hat, als diese noch Kinder waren. Cid lebt jetzt in der Stadt Travis. Ein Schwertkämpfer, der von Hades angeheuert wurde, um Herkules auszuschalten. Cloud ist auf der Suche nach seinen wahren Erinnerungen. Handelt es sich um Erinnerungen an jemanden, der ihm nahe stand, oder um Erinnerungen an seine verschwommene Vergangenheit? Ein immer gut gelaunter und überschwänglicher Junge, der auf Soras Heimatinsel lebte. Titus strotzt nur so von Selbstvertrauen und hält sich schon aus Prinzip bei allen für den Besten. Ein Junge, der auch auf Soras Insel lebte. Er ist zwar der älteste, Wichtigtuerei ist ihm auch aber fremd und er gibt liebevoll auf seine Freunde Acht. Ein quirliges Mädchen, das auf Soras Herz und Soras Heimatinsel lebt, herzensklar. Meist handelt sie, bevor sie denkt, hat aber auch eine überaus romantische Art. Eine junge Hexe, die auf Malushas Befehl hin große Teile von Soras Erinnerung ausgetauscht hat. Da Namini die falsche Erinnerung auf Soras Gefühlen für Kairi basiert ließ, glaubte Sora lange Zeit, er und Namini seien Freunde von klein auf. In Wirklichkeit aber haben sie sich im Schloss des Infanten zum ersten Mal getroffen. Eine Replik von Riku, erschaffen von Wechseln, auf der Basis von Daten des echten Riku. Mittels Naminis Künsten wurde er mit falschen Erinnerungen gespeist und glaubte, er sei der echte Riku. Die Wahrheit hat ihn zutiefst verletzt. Ein Geheimnis umwitterter Mann, der sich Sora in den Weg stellt. Er ist sehr schwer einzuschätzen und scheint die meiste Zeit über nur Schabernack zu treiben. In Wirklichkeit aber macht er sich mehr Gedanken als alle anderen zusammen. Das stimmt. Ein Mitglied der Gruppierung, die das Schloss des Infants kontrolliert. Laxin ist emotionslos und sadistisch und masochistisch. Der anderen Leid ist ihre größte Freude. Sie kooperiert mit Axel, damit sich aber sonst über den jeden lustig und vertraut niemanden. Ein Mann, der ganz für seine dubiose Forschung im Schloss des Infants lebt. Wechseln wollte Sora zerstören, indem er Riku kontrolliert und die beiden gegeneinander kämpfen ließ. Als dieser Plan aber fehlschlug,
vertritt er Sora persönlich in der Gestalt von Riku, Herrscher über das Schloss des Feindes und ein Mitglied der Organisation. Mittels Naminis Kräften wollte er sich Soras Herzen bemächtigen und die Kraft des Schlüsselschwertes erlangen, um sich die Organisation in einem Koptakt zu unterwerfen. Also ein Push oder ein Putsch, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Okay, Charaktere 2, dann ist auch das hier zu Ende. Warum soll ich die nicht machen? Ein Neugier riss mich in das durch ein Kaninchenbau in das Wunderlich fiel. Les wurde fälschlicherweise beschuldigt, die Liebe in der Gedächtnisses der Herzenkönigin zu sein und kam vor Gericht. Aber wir haben eingegriffen und ihr zu Unrecht verholfen. Boah, das dauert jetzt richtig lange. Eine eigennützige Herrscherin, die eine Armee aus Spielkarten befehligt. Ein Herzloser hat das Gedächtnis der Königin gestohlen, aber sie beschuldigte Alice und brachte sie vor Gericht. Ein loyaler Untertan der Herzkönigin erfüllt alle Befehle der Königin aus, egal worum es sich handelt. Wächter im Dienste der Herzkönigin, alle fürchten ihre Launen und tun alles, was sie befehlt. Wächter im Dienste der Herzkönigin, alle befürchten ihre Launen, ja. Eine mysteriöse, ewig grinsende Katze, die ihren Rätsel spricht. Sie erscheint stets völlig unerwartet und verschwindet nach Lust und Laune. Sohn der Götter Zeus und Hera, aber selbst ein kein Gott. Mit seiner gottgleichen Stärke und seinem Sanftmut ist Herkules ein wahrer Held. Er hat bei den Spielen in der Arena noch nie verloren. Trainer unzähliger Helden, darunter auch von Herkules. Phil ist Chef der Arena und Organisator der Spiele. Herrscher der Unterwelt. Hades kann Herkules nicht aufstehen. Er hat Claude dazu verleitet, Herkules an einem Kampf auf Leben und Tod herauszufordern, aber wir konnten seine Intrigen ein Ende bereiten. Ein junger Mann, der in Agrabah lebt und davon träumt, Prinzessin Jasmin zu begegnen. Aladdin wurde Genies Meister, als er vor kurzem die Wunderland befand. Zuerst wollte Aladdin Prinz werden und Jasmin beeindrucken, aber dann schenkt der Genie die Freiheit und beschloss, Jasmin mit seinem wahren Ich zu bezwingen. Gefangener der Wunderlampe. Genie muss dem Besitzer der Wunderlampe 3 Wünsche erfüllen. Er sehnt sich nach Freiheit, kann aber erst erlöst werden, wenn jemand ihm mit einem Wunsch die Freiheit schenkt. Prinzessin von Agrabah. Jasmin fühlt sich im Schloss gefangen und sehnt sich nach der Freiheit jenseits der Schlossmauern. Ein listenreicher und geschwätziger Papagei. Jago fliegt in Agrabah herum und dient Jafar als Auge und Ohr. Ein Zauberer und Agrabahs königlicher Visier. Jafar stiehlt Aladdin die Wunderlampe und plant mit Hilfe von Genies Kräften die Machtübernahme in Agrabah. Jafar in Genie-Gestalt. Nachdem er Aladdin die Wunderlampe gestohlen hatte, wünschte sich Jafar die Mächte eines Genies herbei und versuchte uns den Chaos zu machen. Hellingtons Meister des Makaberen. Jack sucht ständig nach den Möglichkeiten, alle Lebewesen in Halloween Schabernack zu erschrecken. Dr. Finkelsteins Laborgehilfin, sie ist ein Geschäft seiner Experimentierkunst. Sally ist insgeheim in Jack verliebt. Der wahnsinnige Wissenschaftler von Halloween Town, der ständig mit allerlei dubiosen Experimenten beschäftigt ist. Diesmal hat Dr. Finkelstein einen Trank entwickelt, der wahre Erinnerungen aus den Tiefen des Gedächtnisses hervorholt. Leider wurde dieser von Oogie Boogie ausgetrunken. Ein Schurke, der ständig Böses gegen Jack in Schule führt. Oogie Boogie hat Dr. Finkelsteins Trank gestohlen, weil er hoffte, er würde ihn stärker machen, aber stattdessen hat er ihn nur in Angst und Schrecken versetzt. Eine Holzpuppe, die von Geppetto gefertigt und von dem blauen Fee zu Leben erweckt wurde. Um ein richtiger Junge zu werden, muss Pinocchio Mut, Güte und Aufrichtigkeit lernen. Er und Geppetto wurden vom Monster verschluckt, konnten aber mit unserer Hilfe entkommen. Ein sanftmütiger und ehrlicher Uhrmacher, der Pinocchio aus einem Holzblock geschnitzt hat. Geppetto wurde auf der Suche nach Pinocchio mitsamt seinem Boot von Monstro verschluckt. Die beiden trafen im Magen des riesigen Wals wieder aufeinander und flüchteten mit unserer Hilfe. Tochter des Königs Triton, die sich danach sehnt, die Außenwelt kennenzulernen. Besorgt über das Verschwinden von Fabius, wurde Ariel von Ursula dazu verleitet, den Dreizack des Königs zu stehlen. Wir haben Ariel dabei geholfen, um Fabius zu retten, und sie beschloss, ihrem Vater die Wahrheit zu sagen. Tritons, ja, Hofkapellmeister und Ariels Beschützer. Sebastian schimpft Ariel ständig für ihre Eskapaden aus, weil er immerzu in Sorge um ihre Sicherheit ist. Ein junger Fisch, er ist nicht gerade tapfer, aber Fabius ist Ariels treuester Freund. Ursula hat Fabius entführt, um Ariel dazu zu bringen, den Dreizack zu stehlen. Die Meerhexe, sie lebt einst im Palast, wurde aber wegen ihrer Intrigen vom Hof verbannt. Ursula täuschte Ariel und stahl den Dreizack, um Herrscherin über Atlantika zu werden. Ein Junge aus Nimmerland, wo niemand je erwachsen wird. Peter kann stur sein, aber in seinem Herzen ist er tapfer und gerecht. Er war aufgebracht, als Wendy nach London zurückkehren wollte, und zu guter Letzt wünschte er ihr alles Gute.
eine Fee mit eifersüchtigen Zügen, vor allem dann, wenn ein Peter anderen Mädchen Aufmerksamkeit schenkt. Ein verträumtes englisches Mädchen, das dem Peter den Weg nach Mittenimmerland zeigte. Wendy mag Peter sehr, beschließt aber, nach London zurückzukehren. Ein Pirat, der einen Groll gegen Peter Pan hegt. Hook entführte Wendy, um Peter aus der Reserve zu locken. Der normalerweise stolze Hook bekommt es mit Angst zu tun, sobald er das Krokodil, das ihm die Hand abgebissen hat, erblickt. Ein Prinz, der wegen seiner Selbstsucht in ein Biest verwandelt wurde. Als er Belle kennenlernte, kehrte wieder Menschlichkeit in sein Herz zurück. Die Überraschung über Bells abweisendes Verhalten konnte seinen Glauben an ihre Liebe nie erschüttern. So, eine junge Frau, die hinter den Äußeren der Bestie ein gutes Herz erkannte. Als ihr klar wurde, dass Malefiz ihr Herz will, verließ sich Belle dem Biest gegenüber abweisend, um ihr Herz vor der Hexe zu schützen. Eine Hexe, die über die Dunkelheit herrscht. Zora hat Malefiz und die Herzlosen bereits bekämpft. Sie stahl Bells Herz, um ihre dunklen Mächte zu stärken, obwohl Belle ihren Plan durchschaut hatte. Malefiz in Drachengestalt. Ihre eigenen Hexenkünste in Verbindung mit den Mächten der Finsternis haben Malefiz zu einer furchterregenden Gegnerin gemacht. Ein Bär, der am Fuße eines Baumes im 100-Morgen-Wald lebt. Pooh isst für sein Leben gern besonders Honig. Er ist sanftmutig und unbekümmert, aber ein bisschen zerstreut. Poohs bester Freund. Ferkel ist schüchtern und bedeckt seine Augen mit seinen Hängeohren, wenn er überrascht ist. Das klügste Tier im 100-Morgen-Wald. Manchmal spricht er so viel, dass seine Freunde einschlafen. Ein munterndes Känguru voller Energie. Ruhe möchte gerne lernen, so hoch zu hüpfen wie Tiger. Ein trübseliger Esel, der immer seinen Schwanz verliert. Ia ist ängstlich, immer etwas niedergeschlagen und geht die Dinge meist langsamer. Das Unicum. Unicum? Der fröhliche Tiger hüpft am liebsten den ganzen Tag umher. Manchmal ist den anderen seine Energie zu viel, aber er meint es immer gut. Ein begnadeter Gärtner, der immer mit seinem Gemüse zugange ist. Manchmal ist Rabbit ein bisschen hitzig, besonders wenn Tiger in seinem Garten rumläuft. Okay, Kartenindex gibt's. Das ist nicht storyrelevant. Also ich habe jetzt alles erzählt. Okay, ich hoffe, du bist damit zufrieden und wir sehen uns bei meinem nächsten Projekt. So Leute, willkommen zum Bonus-Teil Ricos Geschichte. Rico, des Lebens auf eigener, abgeschiedenen Insel überdrüssig, träumte davon, auf andere Welten zu sehen. Sein Wunsch sollte sich bald erfüllen. Als die Insel des Schicksals plötzlich vor der Dunkelheit verschluckt und in die Welt außerhalb geschleudert wurde. Auf der Suche nach seiner verschollenen Freundin Kairi trifft er auf Malefiz und nimmt deren Hilfe an. Doch Malefiz hatte in Wirklichkeit nur Augen für Rikos Stärke und wollte ihn sich untertan machen. Sie verlieh ihm die sinisteren Kräfte der Dunkelheit, doch als Rico sich dieser bediente, begann sie die Kontrolle über Rico zu gewinnen. Aus diesem Grund bekämpft Rico seinen besten Freund Zora und sein Herz öffnete sich dem Verführer zum Dunkelheit, Anze. Doch Ricos Herz wurde letztendlich von Zoras Licht gerettet. Rico, Zora und der König weihten ihre Kräfte und verschlossen die Tür zur Dunkelheit. Doch Rico blieb im Reich der Finsternis zurück. Wird Rico jemals wieder in die Welt des Lichts zurückkehren können? Geleitet von einer geheimnisvollen Stimme durchstritt Rico die Welten der Erinnerungen, hervorgebracht von Spielkarten, doch traf dabei nur auf dunkle Gestalten. Rico erfuhr, dass in seinem Herzen jetzt nichts als Dunkelheit ist, da er als andere in seinem Leben aufgegeben hat, um sich der Kräfte der Dunkelheit zu bemächtigen. Rico war nicht bereit, dies zu akzeptieren und traf erneut auf Anzim, der abermals versuchte, ihn zu beherrschen. Der König kam Rico zu Hilfe und konnte ihn retten, doch Anzim hatte sein Herz noch nicht freigegeben. Rico hatte keine andere Wahl, als die Dunkelheit in seinem Herzen zu bekämpfen. Während Rico mit der Dunkelheit in seinem Herzen rang, traf er auf jemanden, der genauso aussah wie er, einen Replik, gefertigt von Wechseln, eine Mitglied der Organisation. Die Replik war in der Lage, die Kräfte der Dunkelheit nach Belieben zu kontrollieren und verhöhnte Rico als Feigling, weil er der Dunkelheit den Rücken kehren wollte. In der Zwischenzeit trat die Rivalität der einzelnen Mitglieder der Organisation immer mehr in den Vordergrund. So und Rico scheinen der Grund für ihre Kontrolle des Schlosses zu sein. Aber mit welchem Ziel? Wechselnd wollte die Replik an Rikus an die Oberfläche bringen, fiel aber durch Zoras Hände. Lexus konfrontierte Rico in der Absicht, ihn mit allen Mitteln gefügig zu machen. Rico ging zwar siegreich aus dem Duell hervor, mit letzter Kraft aber gelang es Laxius, ihn in das Reich der Dunkelheit zu zerren.
Dort warf Anzim seinen teuflischen Schatten auf ihn, doch erneut war es das Licht des Königs, das Rico errettete. Eines nach dem anderen fliehen die Mitglieder der Organisation durch Ricos und Zoras Hand. Selbst Malusia, Herrscher über das Schloss. Sexion richtet Erinnerungen an Ricos Inselheimat, okay, gegen diesen, in der Hoffnung, einem ähnlichen Schicksal zu entgehen. Verleugnet von seinen Freunden und sogar attackiert von Zora, drohte Rico vom Licht verschlungen zu werden. Doch plötzlich erreichte ihn Kairis Stimme und sprach ihm Mut zu. Nicht mehr länger eingeschüchtert von der Dunkelheit erkannte Rico Sexion hinter dem falschen Zora und befreite sich aus dessen Fallen. Indem Rico lernte, die Dunkelheit in seinem Herzen nicht mehr zu fürchten, gewann er ihm immens an Kraft hinzu. Doch Anzim ebenso, der in seinem Herzen lauert. Geleitet von geheimnisvollen Diss, erreichte Rico Dimmerstadt, bezwang seinen Rückblick und machte Namine ausfindig. Bei ihr fand er auch Zora und seine Freunde, die nach geschlagener Schlacht eingeschlafen waren, um ihre Erinnerungen wieder zu gewinnen. Namine öffnet Rico, dass er Anzim für immer verbannen könne, wenn er seine Erinnerungen opfert, doch Rico lehnt ab. Er entschloss sich, Anzim aus eigener Kraft heraus zu besiegen. Zusammen mit dem König macht er sich für den alles entscheidenden Kampf mit Anzim bereit. Wird seine Entscheidung ihn in die Welt des Lichts oder in die Welt der Schatten führen? Okay, dann haben wir das auch Kartenindex. Das ist ein Schlüsselschwert, reagiert auf, ja. Ja, die Karten brauchen ja nicht Charaktere, ja. Rico. Ach so. Der König, Herrscher über das Lichtenschloss. Er hat sich allein auf den Weg gemacht, um seine und alle Welten von Herrschaft der Finsternis zu bewahren. Als Rico in das Reich der Finsternis gezogen wurde, wies ihm der König den Weg zum Licht, aber die beiden wurden getrennt, als die Tür zur Finsternis zu fiel. Namine, eine junge Hexe, die Erinnerungen anderer manipulieren kann. Auf Befehl der Organisation schlicht sich Namine als Kairis Schatten in Zoras Erinnerung ein und veränderte diese. Doch ergriffen von Zoras Güte, widersetzte sich den Befehlen der Organisation. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, über Zora zu wachen, bis seine Erinnerungen vollständig wiederhergestellt sind. Repliku. Ein Replik von Rico, erschaffen von Exen auf der Basis von Daten errechnet. Kann er frei über die Dunkelheit, ja. Haben wir auch eigentlich schon. Anzim, der Verführer zur Dunkelheit. Um die Tür zur Dunkelheit aufzustoßen, benutzte er die herzlosen und stahl unzählige Herzen. Er bemächtigte sich Rico, fiel aber durch Zoras Hand. Durch Anzims Schatten lebte fort in Ricos Herzen. Nummer 5 der Organisation, ein Vollblutkrieger, der mühelos einen riesigen Tomahawk schwingt. Um seinen Rivalen Malusha, der nach Zoras Kraft strebte, Paroli zu bieten, versuchte er sich Rico zu bemächtigen. Er scheiterte, doch mit letzter Kraft gelang es ihm, Rico in die Welt der Dunkelheit zu zerren. Nummer 6 der Organisation, Sexion, vermeidet es, in der Regel sich die Hände schmutzig zu machen, doch als Vexen und Lexios vielen blieb ihm keine andere Wahl, als die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Sexion konfrontierte Rico in der Gestalt von Zora, doch Rico fürchtete die Dunkelheit nicht mehr länger und ein Sieg war für Sexion außer Gereichheit. Axel, Nummer 8 der Organisation, sein durchschaubarer Charakter macht es für jedermann unmöglich, hinter seinen wahren Absichten zu erblicken. Um Malushias Verrat an der Organisation zu vereiteln, macht er sich Zora und Namine zunutze. Axel behauptet, zwischen ihm und Zora gäbe es eine Verbindung, doch was es damit auf sich hat, ist unklar. Ja, ich kenne die Verbindung. Nummer 11 der Organisation. Malusha lockte Zora ins Schloss des Empfangs, in der Hoffnung, sich seine Kräfte zu bemächtigen und zu der Organisation seine Herrschaft zu unterstellen. Er befahl Namine, Zoras Erinnerung zu manipulieren und veredelte eine Konfrontation zwischen dem ihm verhassten Wechsel in Zora ein. Doch seine Pläne wurden durchkreuzt, als Axel Namine die Freiheit schenkte. Malusha fiel letzten Endes durch die Hand Zoras. Nummer 12 der Organisation. Laxin steckte mit Malusha unter einer Decke und wollte die Organisation übernehmen. Für dieses Vorhaben sollte sogar Axel gewonnen werden. Allerdings war ihr emotionsloser, sadistischer Charakter ihr Untergang, denn Zoras Zorn darauf beschworen. Er wies ein tödlicher Fehler. Diss. Eine Gestalt, die Rätsel aufgibt. Er erschien Rico in der Gestalt Anzims und stellte ihn vor die Wahl, wie er mit Dunkelheit in seinem Herzen umgehen sollte. Es heißt, er und der König seien sich schon einmal begegnet. Okay. Das war das Bonus und wir sehen uns bei 358 2 Days.